Zombie Apocalypse. Liebe Freunde, herzlich willkommen zusammen zurück zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 17 mit der Feuerwehrmod. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. So, falls ihr euch jetzt fragt, was ich jetzt gerade vorhabe, ich bin hier gerade mit den AT2 der Freiwilligen Feuerwehr Kleinstadt unterwegs. Ich bin gerade in der Berufsfeuerwehr. Also ich muss mal gerade kurz überlegen, wie ich das am besten jetzt formuliere, damit ihr das versteht. Es gab ja in den letzten Videos große Einsätze, große Brandeinsätze. Also die Einsätze werden immer größer, immer krasser eigentlich. Und wir sind gerade dabei zu überlegen, den AT2 in die Berufsfeuerwehr von Schönefeld zu stellen. Weil das hat diesen Grund, wir brauchen ein größeres wasserführendes Fahrzeug, weil gerade auch der AT2 hat einen Wasserwerfer auf dem Dach, also so einen kleinen Monitor, den wir auch sehr gut gebrauchen können. Also, wenn es nicht das Fahrzeug wird, wird es auf jeden Fall ein anderes Fahrzeug werden. Also zum Beispiel ein TLF 4000, ein anderes HLF noch, vielleicht ein anderes LF. Aber wir sind gerade dabei, wie gesagt, das Fahrzeug hier irgendwie unterzubringen. Na klar, der Platz reicht eigentlich nicht mehr aus. Wir gehen mal ganz kurz rein, denn ich bin heute sowieso wieder hier im Dienst. Und es gibt ja halt diesen kleinen Haken, ne? Ich habe leider schon alles. Ich will immer hier durchgehen, ne? Also ich schwöre, das ist ein Fenster. Das ist keine Tür. Das sieht aber aus wie eine Tür. Das finde ich mal so ein bisschen Kuddelwuddel hier. So, dann gehen wir mal durch hier. Also ihr wisst ja, der Platz ist jetzt Mangelware, ne? Also das ist hier alles ein bisschen zu klein geraten, sage ich mal. Deshalb müsste natürlich theoretisch ein Fahrzeug weg. So, dann habe ich mir jetzt so überlegt, dass wir am besten irgendwie zum Beispiel den Gerätewagen oder wiederum den Rettungswagen rausnehmen. So, wo die Fahrzeuge hinkommen, das weiß ich bisher noch nicht. Also den RTW in einer FF zu stellen, ja, kann man machen. Ist ja auch ein Spiel. Theoretisch könnte ich das auch machen. Aber der RTW ist natürlich ganz, ganz wichtig. Den brauche ich hier überall, auch in Schönefeld. Also in Kleinstadt wird er natürlich auch benötigt. Aber hier ist er wirklich noch wichtiger als im kleinen Dorf und Kleinstadt. So, und der Gerätewagen, das hatten wir ja schon mal, das Thema, der passt, glaube ich, nicht in die FF rein. Der ist leider von der Höhe ein bisschen zu groß, aber der wird halt sehr, sehr wenig gebraucht hier. Vielleicht könnte ich den auch verkaufen und wiederum von dem Verkaufsgeld kauft sich die BF von Schönefeld ein neues Fahrzeug. Ja, wir sind dabei halt noch dran. Also, liebe Freunde, ihr könnt auch gerne mitentscheiden, falls ihr gerne irgendwie eine Idee habt, was für ein Fahrzeug ich reinstellen soll, welches Fahrzeug weg soll, dann schreibt mir das gerne unter diesem Video in die Kommentare. Was ich bitte nicht lesen möchte, stellt ein Fahrzeug einfach hinterm EW, hinterm RTW, hinterm HLF oder hinter der DLK oder hinter den Gerätewagen. Nö, das möchte ich nicht. Das sieht ein bisschen komisch aus. Na klar, der Platz wäre da, aber warum soll ich jetzt hintereinander Fahrzeuge stellen? Was ist, wenn ich jetzt das hinterste Fahrzeug brauche? Dann fahre ich erst das Vorderste raus und das Hintere raus und danach wieder das Vordere rein. Also, nee, das ist ein bisschen umständlich, finde ich. Also, liebe Freunde, da macht euch mal einen Kopf und schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Müsst ihr natürlich nicht machen. Also, wie gesagt, wir sind dran. Der Bürgermeister weiß auch schon Bescheid. Also, hier läuft auf jeden Fall alles erstmal rund. So, ja, gut. Umgezogen bin ich heute schon mal, bevor ich das jetzt vergesse zu erwähnen. Ja, gut, wir haben einen neuen Einsatz. Ich wollte euch ganz kurz, Simon, nochmal den AT2 zeigen. Aber gerade wurde gesagt, hier kam ein Einsatzfax. Einsatzfax ist da. Wir haben einen Verkehrsunfall am Hügel 1 hier in Schönefeld. Da brennt anscheinend ein PKW. Wenn ich jetzt schon sehe, Hügel 1, das ist leider ein blödes Gebiet. Daneben mündet eigentlich ein sehr, sehr großer Wald. Ach, Leute, wisst ihr was? Das ist hier unmöglich heute wieder. Wir haben hier gerade wieder ein paar Probleme mit diesem Einsatz. Aber ein Glück ist die FFO vor Ort.
die würde eigentlich theoretisch auch mit alarmiert werden zu diesem Einsatz. Jetzt gebe ich das mal ganz kurz in mein Navi ein, damit wir hier so schnell wie möglich erstmal zum Einsatzort finden. Und dann würde ich sagen, geht der AT2 der FF Kleinstadt noch, FF Kleinstadt, geht erstmal auf Status 3, Anfahrt zum Einsatzort. Wir schauen weiter, was uns dort gleich erwartet. So, und wie man jetzt sehen kann, sieht man nichts. Also, das ist schon mal was ganz Gutes hier. Also, nee, was ich damit sagen wollte, wir haben hier wirklich so viel Wald, wir haben so viele Bäume hier zu stehen. Und wenn man denn ein Einsatzstichwort hört, PKW-Brand am Hügel 1, ja, dann, was ist denn hier passiert? Dann denkt man sich auch schon so, oh Gott, das kann nicht gut ausgehen. Ach, guck mal, da sind wir auch schon. Die Polizei ist vor Ort, es brennt hier in voller Ausdehnung, PKW wurde bisher noch nicht gesichtet. AT2 ist am Einsatzort eingetroffen, wir sind auf Status 4. Wir sehen auch gerade hier, wir haben auf der rechten Seite eine ganz schön große Ölspur. Da werden wir erstmal nicht zu dicht dranfahren. Gut, dann werden wir erstmal hier den Wasserwerfer bedienen und erstmal probieren, den angrenzenden Wald irgendwie zu schützen. Das ist gerade gewaltig. Also das ist wirklich ein richtig krasser Einsatzort. Also wir haben jetzt hier alles natürlich eng wie sonst was, neben einer Gaststätte, neben einem riesengroßen Wald und dann haben wir noch dann auch noch hier diesen großen Brand in voller Ausdehnung. Das gefällt mir gerade überhaupt gar nicht. Also ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Ich finde es einfach nur schade, dass hier so etwas passiert. Aber gut, wir geben alles. Wir geben natürlich immer unser Bestes und immer 120%, wie ich das immer so schön sage. Was auf jeden Fall jetzt erstmal wichtig ist, wir brauchen ganz viel Wasser, ne? Das machen wir jetzt erstmal hier mit unserem HLF, der Berufsfeuerwehr von Schönefeld. Das rückt erstmal aus zu diesem Einsatz, geht auf Status 3 und ich bin gespannt, ne? Also, wie wir das jetzt am besten angehen werden. Und was eigentlich das Schlimmste dran ist, dass wir haben heute hier wirklich 35 Grad aktuell. Das ist einfach eine richtig schlechte Temperatur für uns. Also natürlich 30 Grad ist super, schönes Badewetter, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Aber für die Feuerwehr ist es immer knallhart. Also natürlich Waldbrände gehören im Sommer mit dazu. Aber wenn ein Waldbrand dadurch entsteht, dann ist es wirklich schon ganz schön traurig. Also wir hoffen wirklich, dass wir jetzt hier das so gut wie möglich über die Bühne bringen können. Und deshalb geben die Kameraden jetzt alles. So. Halef ist soeben am Einsatzort eingetroffen. Wir erfahren gerade von den Kameraden aus dem AT2, der Kamerad, der oben am Wasserwerfer steht. Also der Brand ist schon mal unter Kontrolle. Das klingt schon mal super. Bisher gab es noch keine Infos irgendwie, dass sich der Brand weiterentwickelt hat. Aber eigentlich sind die Kameraden der Berufsfeuerwehr jetzt auch vor Ort. Und die werden jetzt erstmal hier einen Löschangriff aufbauen und ich hoffe, das wird jetzt hier noch irgendwie gut ausgehen. Also ich bin immer so ein bisschen so hektisch dann auf einmal und ich denke mir dann immer so, okay, hoffentlich funktioniert das alles reibungslos, hoffentlich geht alles schnell über die Bühne. Aber in den meisten Fällen, na, da kannst du einfach was beten und abwarten. So. Als nächstes Fahrzeug rückt unser ELW aus. Der ELW 1, der Berufsfeuerwehr von Schönefeld. So, also der Fahrer muss ja hier wirklich mit einer enormen Geschwindigkeit langgerast sein. Hier liegen überall Reflektoren auf den Straßen. Also hier liegt wirklich alles verteilt. Das ist wahnsinnig. Ich muss schon immer aufpassen, dass ich da nicht rüber donner. Also, das geht schon irgendwie schnell. Also, ich hoffe, die Polizei wird sich da jetzt darum kümmern. Das wäre wirklich sehr, sehr wichtig. Aber erstmal ist der
EDW am Einsatzort eingetroffen. Das ist schon mal gut, dass wir erstmal so viele Fahrzeuge jetzt haben. So, und der EDW kümmert sich jetzt erstmal um die Absperrung. Also die anderen Kameraden sind gerade dabei, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Und ich werde jetzt erstmal mit den EDW, da haben wir natürlich auch Absperrmaterialien, ich werde erstmal hier ein paar Sachen hinstellen, damit wir auch hier gut erkannt werden, ne? So wie immer. Deshalb stellen wir hier mal zwei Pylonen hin mit Blitzer oben drauf und ein Ölunfall. Der darf auf jeden Fall nicht fehlen. Denn man darf es natürlich nicht vergessen, wir haben auch noch eine Ölspur, liebe Freunde. Die müssen wir natürlich auch noch beseitigen. Und das macht alles, wie gesagt, einfach nur richtig schwer. Also ich finde es auch immer so schade, dass einfach Leute sich nicht, also man kann jetzt darüber nicht äußern, ne? Also man weiß ja nicht, was genau passiert ist. Aber so wie es aussieht, ist diese eine Person hier mit einer enormen Geschwindigkeit lang gebrettert. Man sieht es auch hier an den Reifenspuren. Der ist anscheinend hier auch neben der Straße gefahren, so wie es aussieht. Also da denkt man sich dann immer oder da fragt man sich dann immer, warum zum Teufel macht man denn sowas? Warum muss man denn so glimpflich übertreiben hier, ne? Also man weiß es nicht, man muss es nicht verstehen. Aber warum mache ich mir denn eigentlich so viel Gedanken jetzt darüber? Also ich bin die Feuerwehr und nicht die Polizei. Das klärt natürlich immer die Polizei. So. Ölunfall stellen wir mal hier hin. Und dann habe ich noch etwas, was ich da hinstellen möchte. Ja, komm, nehmen wir hier mal Feuerwehr und ich stelle das mal ganz kurz dahin, damit ich das selber noch aufstellen kann. Damit das erstmal so ein bisschen abgesichert ist hier. Von Weitem, weil hier kommt ja auch ein Hügel, ne? Und wenn du da ein bisschen schneller hochfährst, dann siehst du das nicht, was hinter dem Hügel ist, beziehungsweise auf dem Hügel. Ja, und dann kann es sein, dass du darüber bretterst und dann hängst du da auch irgendwann neben dem Baum. Also so soll es natürlich auch nicht sein. Deshalb lassen wir das erstmal so. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich das nicht richtig absperre, wir müssen auch irgendwie durchkommen, ne? Ein Fahrzeug kommt ja noch, deshalb ist es erstmal auch wichtig, dass wir das erstmal halb absperren, denn später dann komplett. Hier ist noch ein Gerätefach. Mensch, die Feuerlöschkreisepumpe, die wurde jetzt hier noch nicht benutzt, wollte ich gerade sagen. So, okay, das nächste Fahrzeug und dafür auch das letzte ist der RTW. Um den ging es ja vorhin auch hier. Der kommt jetzt auch mit zum Einsatzort. Links, rechts ist frei. Wir gehen auf Status 3 und brettern erstmal los. Ohne Nummernschild. Hat der vorne ein Nummernschild? Ne, alles weiß. Okay, wir dürfen das. Gar nicht so wichtig. Wer braucht denn ein Nummernschild heutzutage, Mensch? Das ist ja schon out, Mensch. So, RTW ist am Einsatzort eingetroffen, Statusmeldung ist raus und wir warten jetzt erstmal auf den Klaus. Der Klaus ist nämlich heute der Fahrer vom RTW. Das ist nicht mehr der Jüngste, deshalb warten wir erstmal auf ihn, weil der braucht mal ein bisschen aus dem, Cockpit ausgestiegen ist, aus dem Fahrzeug vom RTW. Ich gehe mal ganz kurz. Ich glaube, das mag der nicht, wenn ich ihn die ganze Zeit veräpple. Gut, dann gehen wir mal rüber zu den Kameraden. Was haben die denn jetzt hier schon erreicht? Also wir hören gerade, ich soll auch noch zur Brandbekämpfung vorgehen und den Kameraden hier vor Ort helfen. Die sind anscheinend schon ein gutes Stück vorangekommen. Die Ölspur wurde noch nicht entfernt, beziehungsweise aufgenommen. Das werde ich dann natürlich auch noch gleich machen. Aber zu meinem Teil werde ich erstmal hier mit einer TS, ne, da haben wir es wieder, auch hier diesen Brand erstmal unter Kontrolle bringen. Und danach werde ich mich mal ganz kurz um die Ölspur kümmern. So, und dann werden wir uns gleich mal das Auto angucken hier, was wir jetzt eigentlich jetzt hier gerade probieren zu löschen. Das ist anscheinend hier komplett ausgebrannt. Also hier ist ja auch die Motorhaube nach oben geklappt. Die Reifen sind natürlich als erstes, die sind ja richtig durch. Die sind natürlich richtig komplett
weggeledert. Hier hängt ein Schild im Auto. Was ist das? Sägemühle? Okay. Kommt der von da oder was? Nee. Also ich glaube, der hat das hier, Spaß beiseite, ich glaube, der hat das Schild mitgenommen sogar. Das ist krass. Und, Freunde, also was denkt ihr denn, was jetzt mit den Insassen des Fahrzeugs passiert ist? Also, ja, laut das, was man hier sieht, würde man sagen, der hat das nicht überstanden. Also, der muss ja komplett durch im Kopf sein. Also, aber man kann sich das nicht vorstellen. Diese Person geht's gut. Ich frag mich nicht, wie er das geschafft hat. Der ist anscheinend hier ganz munter aus dem Fahrzeug ausgestiegen, weil es wurde ein bisschen heiß unterm Arsch. Er dachte sich dann so, ach, jetzt steig mal aus. Ups, ich rufe mal ganz kurz die Feuerwehr, denn mein Auto brennt neben einem Wald. Das ist eine gute Idee gewesen, ehrlich. Dafür, dass er so viel Öl verloren hat, das Fahrzeug jetzt komplett natürlich Notarschaden erlitten hat, geht's dem Fahrer gut. Ich dachte erst so, als ich das erste Mal gehört habe hier am Einsatzort, die Person hat es nicht geschafft. Aber fragt mich nicht, der muss hier tausende Engel gehabt haben, damit er das überstanden hat. Und, liebe Freunde, gut. Ich finde es auch korrekt, voll, dass er auf so eine Schotterpiste gefahren ist hier. Dass er nicht direkt in den Wald gefahren ist, also das ist ja schon mal richtig gut. Auf jeden Fall, diese Person wurde erstmal festgenommen. Er steht unter Alkohol, muss man dazu sagen. Also er hat hier wirklich sehr viel Intus. Wie viel, wissen wir nicht. Das klärt die Polizei. Auf jeden Fall wird gegen diese Person jetzt ermittelt, warum es jetzt zu diesem Unfall gekommen ist und warum das Fahrzeug auf einmal angefangen hat zu brennen. Also okay, man sieht auch, der ist ganz schön krass beschädigt. Aber auf jeden Fall, ja, liebe Freunde, ich kann mich ganz kurz mal reinsetzen. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Das Fahrzeug ist auf jeden Fall hin. Ich kann nicht mal richtig drin sitzen. Also da hängt mein Bein auch ein bisschen raus. Ansonsten, das Fahrzeug ist auf jeden Fall komplett beschädigt. Das können wir auf jeden Fall jetzt erstmal hier abschleppen lassen. Darum kümmert sich auch gleich die Polizei. Die Ölspur, liebe Freunde, habe ich jetzt ganz vergessen. Die wurde natürlich beseitigt. Das werden wir jetzt ganz kurz hier mal so machen. Weil ich kann es leider nicht, wie man das im echten Leben macht, mit Besen und mit Bindemittel aufnehmen. Das funktioniert leider nicht. Deshalb muss ich die halt mal verkaufen. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert. So, also, Bindemittel wurde ausgestreut, Ölspur wurde aufgenommen, Brand wurde erfolgreich bekämpft, Person wurde in Gewahrsam genommen von der Polizei. Die Polizei bleibt vor Ort. Der PKW, der komplett beschädigt ist, der wird vom ADAC gleich abgeholt und die Feuerwehr packt zusammen und rückt wieder ein. Und dann geht's demnächst auch weiter mit einem neuen Einsatz. Also dieser Einsatz, ja, ich muss einfach sagen, wir dachten schon, das wäre jetzt hier der Super-GAU, weil jetzt ist das Video eigentlich schon fast vorbei. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich fliege im Video jetzt eigentlich ungern. Ich mache das eigentlich immer nur zum Schluss eines Videos. Hier ist ein größerer Wald. So ein kleines Wäldchen haben wir hier. Guck mal, das wäre das Schlimmste, was wir jetzt hier hätten. Also das wäre hier wirklich das Ende von Schönefeld, würde ich mal sagen. Also das würde sich so krass verbreiten. Gerade bei über 30 Grad. Es ist trocken. Also es hat seit Tagen nicht geregnet. Und dann hier so durch so einen Typ verursacht, gibt es dann hier einen riesengroßen XXL-Waldbrand. Also ich weiß nicht, ob wir das unter Kontrolle bekommen würden. Ich glaube, da würden wir auch schon an unsere Grenzen kommen. Also sei es mit Berufsfeuerwehr, sei es mit freiwillige Feuerwehr oder mit umliegenden Feuerwehren. Ich glaube nicht, dass das gut ausgehen würde. Also gerade hier, guck mal, mit unseren 4 Fahrzeugen gerade vor Ort, davon 2 Fahrzeuge mit Wasser. Ja, gut, ne? Da will man eigentlich jetzt nicht mal weiter drum reden. Ja, liebe Freunde, aber ein Glück, es ging alles gut voran. Wir haben alles erfolgreich abgeschlossen. Der Einsatz ist hiermit beendet und somit ist das Video auch wieder beendet. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder, liebe Freunde, wenn ihr das gerne möchtet, im nächsten Video wieder. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, abonniert mich, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich schon bald wieder im nächsten Video. Macht's gut, lieber Zuschauer, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.